Diese Fältchen im Dekolleté stören die 47-jährige Petra sehr. Ich habe leider viel zu früh angefangen mit Sonnenbank. Und Seitenschläfer bin ich auch. Und ich denke mal, daran liegt es. Blutjung durch eine Spritze mit den eigenen weißen Blutkörperchen. Das nennt sich Vampirlifting. Man hört es ja auch aus Amerika überall. Die Stars, Kardashian und wie sie alle heißen, die machen das ja auch. Und probiere ich das mal aus. Dazu wird Petra Blut abgenommen. Dieses Blut wird dann zentrifugiert, sodass nur die weißen Blutkörperchen übrig bleiben. Warum, erklärt uns jetzt die Hautärztin. Diese weißen Blutkörperchen ist ja auch die Polizei im Körper. Das heißt, es ist was ganz, ganz Gutes. Wenn die dort reingebracht werden, regen die wieder an, neues Kollagen zu bilden. Und Kollagen ist der Jungbrunnen schlechthin. Das natürliche Wachstum wird so angeregt. Alle kleinen Fältchen am Mund, den Augen oder eben wie bei Petra am Dekolleté werden so gelindert. Das ist das, was wir zentrifugiert haben, die weißen Blutkörperchen, das gute Zeug. Ja. Ja, und das werden wir jetzt reingeben. 250 Euro kostet eine Sitzung. Schon nach der ersten Behandlung ist die Haut glatter. Aber für eine dauerhafte Verjüngung braucht es mehr Behandlungen. Wir raten den Patientinnen zu Mehrfachanwendungen. Das heißt, dass wir alle 3 bis 4 Wochen eine Anwendung machen, weil wir wissen, Kollagen braucht eine Weile, um nachzuwachsen. Nach 3 Behandlungen ist es dann so weit, dass es auch mal eine ganze Weile hält, also über Jahre. Und bei Petra? Sie schickt uns Bilder. Hier kurz nach der ersten Behandlung. Und das haben wir nach der zweiten bekommen. Und jetzt sind wir neugierig. Wie sieht Ihr Dekolleté nach der dritten Behandlung aus? Es sind nach 3 Behandlungen die Tiefen der Falten ein bisschen verschwommen. Die sind nicht mehr so tief. Und es passt jetzt wieder so zusammen, dass ich hier nicht aussehe wie eine 80-Jährige und hier oben wie eine 40-Jährige. Und auch Dr. Schlossberger ist zufrieden. Vom Ergebnis her jetzt nach 3 Mal ist es wirklich schön. Ja. Also hier war auch so eine Rötung immer, ja, ne? Die ist auch, eine Rötung, die ist ja auch verschwunden. Ich werde mir als nächstes erstmal eine Kette kaufen. Habe ich mich vorher nicht getraut, weil ich immer gedacht habe, die Leute gucken dann hier hin, sollen sie nicht. Aber ich werde mir jetzt eine gönnen. Und das ist noch nicht das Endergebnis. Kollagen baut sich erst in den kommenden Monaten neu auf. Und dann soll es noch glatter werden.